Hallo meine lieben YouTube-Freunde und Facebook-Freunde. Ich nehme mal kurz die Zeit, weil ich es immer wieder witzig finde. Firmen, die quasi ja, Prozessoptimierung und prozessgesteuerte Dienstleistungen und Online-Marketing und so weiter anbieten, die aber selber quasi absolut keine lückenlose Prozesskette haben in ihren eigenen Prozessen. Also hier zum Beispiel, ich habe Memberspot nutze ich auch. Und so ein Interview, weil ich den Kanalverfolger hier gesehen und mal als Beispiel, da wurde dann eine Firma interviewt, socialnatives.de, und zufällig weiß ich, dass das auch die Recruiting Agency ist, die auch bei Dirk Kräuter Kunde ist, beziehungsweise wo auch Dirk Kräuter Kunde bei Social Natives ist. Also die machen eine ganze Menge. Ich bin da mal regelmäßig in den Sonntagswebinaren bei Dirk Kräuter und die machen, da erwähnt er immer, dass die Social Natives für ihn ganz viel tolles Recruiting machen. Ja, okay, super. Dann mich da mal kurz drauf begeben, ja. Und dann wollte ich einfach hier mal so ein quasi so ein Free-Account oder irgendwas halt machen, hier mich mal erkundigen. Die haben ja so eine Masterclass, man kann ja nie genug dazu lernen, ja. Und hier gibt es einfach, wie gesagt, so eine Free-Kennenlernen, irgendwas, ja. Und muss man erstmal so eine Menge runterscrollen und dann bin ich hier reingegangen. Ja, dann habe ich hier quasi meine Kontaktdaten eingegeben. Ja, und hier, das war das hier: bildung@klein-marketing.com. Ja, meine Nummer und so weiter. Und ich mache das immer so, das ist nur unter uns, dass ich hier sogar, ich gebe eigentlich nie meine Nummer an, weil ich will nicht, dass ich angerufen werde. Ich will ja nur den Free, was auch immer das ist, Zugang. Deswegen mache ich immer hier eine zusätzliche 3. Ne? Und das ist nämlich ganz, ganz witzig, ganz, ganz interessant, was dabei rausgekommen ist. So, also jetzt möchte ich mir die Demos sichern und so weiter. Ich gehe auf Absenden. Und jetzt erhalte ich einen vielen Dank. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten. Ja? Und das Interessante dabei ist, ich habe bis heute, das habe ich vor 2 Wochen schon gemacht, bis heute keine E-Mail ja, erhalten in meiner Inbox. Ja? Ich schaue nochmal kurz nach. Social Natives. Ja, hier keine einzige E-Mail. Ja. Und null, keine passenden Nachrichten. Ja, also hier sieht man das, ne? Und heute, 2 Wochen später, ruft mich einer an. Ja, sie haben sich doch hier, sie wollten sich doch hier erkundigen und eintragen und so und so und so und so weiter und so weiter. Ja? Das heißt, da hat sich jemand die Mühe gemacht, meinen Eintrag quasi auf meiner Homepage dahin zu gehen, sich über mein Impressum meine echte Telefonnummer rauszusuchen, mich heute anzurufen. Aber die Automation, ja, die Automatisierung funktioniert null. Ich habe keinen Zugang, gar nichts. Ne? Man sieht es hier, null. Ja, hier keine passenden Nachrichten. Ich habe nichts von den Social Natives bekommen in meiner Inbox. Ja? Und das finde ich immer so witzig, weil das ja quasi überhaupt null vertrauensbildende Maßnahme ist, wenn die E-Mail-Prozesse das Eintragen und das E-Mail erhalten und Demo-Version, Termin vereinbaren und all diese Geschichten einfach beim Service-Provider, also beim Dienstleister, der sich quasi als Experte ja positioniert für genau diese Prozesse und Online-Anbahnung und was weiß ich alles, einfach selber nicht funktioniert. Ja, also. Das passiert immer wieder häufiger. Und ich würde gerne mal was kaufen, ja, bei solchen Leuten hier auch. Ne? Also man bildet sich immer gerne wieder fort, ja. Also am Jahresende schaut man dann, okay, hat man ein bisschen Geld übrig zur Weiterbildung, ja, kann man ja von der steuerlich geltend machen. Aber auch von der Kräuter würde ich gerne mal was kaufen oder so. Aber dann gibt es immer wieder so Sachen, wo ich mir sage, hey, das funktioniert bei denen überhaupt nicht. Oder bei deren Kunden oder was auch immer. Will ich jetzt da, das ist ja null vertrauensbildend, ja, also das weckt ja kein Vertrauen, dass ich da sagen würde, ich investiere hier XY Geld, quasi am besten noch irgendwelche Tausende von Euros, bei jemandem, der selber, bei dem selber nicht funktioniert, ja, finde ich halt immer wieder witzig da draußen, die machen angeblich, machen die Millionen von Umsatz im Jahr, ja.
Naja, gut.